Mahlzeit hier liegen. Jo, bin ein bisschen draußen, ein bisschen Holz besorgt und bin damit ein bisschen am Rumarbeiten. Habe hier schon mal ganz groben Griff angefangen für ein Projekt, was ich in nächster Zeit für mich basteln werde. Ein beidseitiges oder beidhändiges Messer soll es werden. Und da bin ich ein bisschen so mit der Ergonomie ein bisschen am Überlegen, wie ich es mache. Nichts Besonderes, erstmal so ein bisschen geübt, geschaut, wie es denn am besten ist für mich, für die Größe meiner Hände, weil ich bin beidhändig. Sprich, ich kann mit beiden Händen beides machen. Und manchmal mache ich aber Sachen trotzdem gerne mit links lieber als wie mit rechts. Und das geht mir zum Beispiel beim Schnitzen so. Da habe ich manche Sachen viel lieber in der linken Hand, in der rechten Hand fest. Oder mache eben halt lange Schnitte sehr gerne mit links. Und dann eben halt mit rechts ist das für mich alles so merkwürdig. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt erstmal hier so ein paar Hölzer grob mitgenommen. Das war stehendes Totholz, welches noch nicht so ganz vergammelt ist. Ja, nebenan im Wäldchen werden Holzarbeiten vollzogen. Ja, letztendlich ein bisschen gefrühstückt, Kaffee getrunken, tat gut. Ein bisschen was gelesen, ne, mit meinem Kindle. Und ja, jetzt mal schauen, was noch gibt. Ja, ich werde jetzt trotzdem zusammenpacken, werde mich in Richtung Heimat begeben. Dort wartet Haus und Hof und die Familie. Oh, Gas strömt aus. Nee, dort wartet Haus und Hof und die Familie. Und da freue ich mich schon drauf. Bin jetzt auch wieder richtig schön ruhig. Und ja, dann werde ich ganz einfach viel angenehmer in den Tag starten, weil so ein Frühstück draußen im Freien hat wirklich was sehr, sehr Entspannendes. Ja, ich beschäftige mich auch lieber mit solchen Dingen hier, als wie mit irgendwelchen zum Beispiel virtuellen Dingen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich keine großen sozialen Medien habe. Sprich, ich bin weder auf Facebook noch sonst irgendwo, das ist alles nicht so mein Ding. Obwohl ich müsste lügen, ich betreibe Fotografie und weil ich eben halt Fotografie betreibe, bin ich auf Instagram und das ist ja irgendwie so Facebook, glaube ich. Aber letztendlich bin ich nicht auf sozialen Medien vertreten wie Facebook selber. Und das ist auch gut so, weil generell im Internet viel erstens falsch verstanden werden möchte. Geschriebenes Wort keine Emotionen in der Hinsicht groß rüberbringt, sondern nur auslöst. Emotionen auch negativer Art, viel eher als wie die positiven. Und dadurch entstehen oft Streitigkeiten mit Menschen, die man im Endeffekt wirklich eigentlich ganz gerne hat. Und all das ist natürlich, es ist Energieverschwendung, die man nicht braucht. Und da quasi ein Tag nur 24 Stunden hat, würde ich Dreck tun und damit viel Zeit verbringen. das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum so soziale Medien bei mir ein sehr niedriges oder einen niedrigen Stellenwert haben. Ich möchte niemand jetzt verteufeln, dass er das macht. Soll jeder machen, wie er will. Aber letztendlich ist das effektive Zeit, die da verloren geht. Letztendlich habe ich, wie gesagt, von diesem Frühstück hier im Freien habe ich mehr mitgenommen, als wie die Energie, die ich in sozialen Medien reinstecke. Und das ist auch der Grund, warum man da durchaus mal überlegen sollte, ob das wirklich so wichtig ist. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Danke für immer, für eure Zeit. Und ja, werde jetzt noch den Rest hier abbauen. Und dann wird es so sein, als ob ich nie hier gewesen bin. Ja, ich danke euch für eure Zeit und das wird dann hier. Macht's gut.